So, willkommen zurück zu Folge 28, mein Test, mein Klon. Also mein Klon auf mein Test. Auf der Engine. Wisst man ja mittlerweile schon, oder? Man weiß es nicht, ob man weiß oder nicht. Ah, Exo baut auch gerade wieder relativ fleißig. Können wir mal ein bisschen zugucken, denn erstmal müssen wir dahin laufen wieder. Wir sind ja gerade bei Lilia. Geil, Omato hier alles. Echt geil. Vor allem, ich bin eigentlich nicht so ein Freund von diesen Fenstern, weil halt sehr viele Leute diese Fenster einfach planlos irgendwo hinsetzen, wo es nicht passt. Aber ich muss schon sagen, also hier diese orangen Fenster, das passt halt tatsächlich richtig geil. Zu diesem Sandsteingebäude. Und vor allen Dingen halt auch, nein, nicht wieder essen. Vor allen Dingen halt auch hier draußen diese roten Fenster, die passen halt auch wie Arsch auf Eimer. Das ist tatsächlich echt geil. Ja. Man kann sich also nicht nur fremd schämen, man kann sich auch fremd freuen. Laufen wir auf die Gleise lang. Habe ich einen Minecart? Garantiert nicht? Nein, aber nicht. War ja auch klar. Woher sollten wir auch eins haben? Ich meine, ich könnte jetzt von Lille kurz ein bisschen Eisen klauen, aber wir laufen mal lieber hier original mit klassisch Beinkraft und so. Ja. Wir haben quasi nicht ein PS, sondern ein MS, quasi eine Menschenstärke. Und mit der Kraft Gottes haben wir sogar eine Menschenstärke. Gott, dauert das lange. Ja, hier der grüne, das grüne, das war quasi Unfall. Das war hier, wir hatten, hier wollten wir eine Statue hinbauen. Ist aber irgendwie nicht so ganz geworden und dann haben wir das hier zurückgesetzt und dabei ist aber, ja, wer sich ein bisschen so mit Mindtest, mit der Engine auskennt, der weiß, dass wenn man Sachen, also wenn man Blöcke löscht, also quasi diese Chunks, dann werden ja bestimmte Skripte, wie zum Beispiel das Setzen von Dekorationen, wie die Blumen zum Beispiel, da sind ja dann separate Routinen, die dann danach wieder aufgerufen werden und da gibt es halt auch Routinen, die dann in Bergwerken solche diese Tunnel erstellen. Und die beschränken sich aber nicht nur dann auf diesen Chunk, der gelöscht wurde, sondern der Tunnel wird dann halt komplett generiert. Heißt also über mehrere Chunks hinweg, wo er halt überall lang verläuft. Und naja, da ist er dann auch da lang mit verlaufen und hat irgendwie ein bisschen Gras mit gespawnt und deswegen sieht es so komisch aus. Deswegen, wenn man in der Welt rumhantiert, immer mächtig aufpassen kann, auch in die Hose gehen. Gerade was Völdedit angeht oder halt Terrorbefehle. Befehle? Ja. Ist sehr gefährlich. Immer schön aufpassen, wer selber da draußen Server betreiben möchte. Was sieht dieser Server schon aus? Sieht einfach. Ich weiß nicht. Also, ich glaube mal. Diese Landschaften von Mineclone 2 sind echt geil. Kann man echt schon machen. Kann man schon. Immer was zu gucken, sieht immer geil aus, weil immer schon abwechslungsreich und die verschiedenen Biome. Ah, schon nicht schlecht. Schon echt nicht schlecht. So, da sind wir mittlerweile auch schon fast in den Angel Town. Der Rückweg ging jetzt gerade gefühlt irgendwie wesentlich schneller. Hö. Vielleicht aber auch nur objektiv. Kakao. Könnten wir jetzt eigentlich doch mal ein bisschen mitnehmen hier? Nee, Arrivo. Warum denn? So, vorhin sind wir hier lang gelaufen. Jetzt gehen wir mal den anderen Weg hier rum. Den originalen Weg, weil das ist ja eigentlich eher so ein Feldweg, so ein Trampelweg. Und der klassische Weg, der geht praktisch hier einfach weiter. Und hier kommt man dann auf den Schotterweg, wo wir vorhin quasi abgebogen sind. Und das Gleis endet hier halt bisher einfach. Das Gleis soll dann später auch hier mit abbiegen und dann ab nach Angel Town. Und dann da richtig so, da kommt dann wieder wie bei der alten Map, so ein richtiger Bahnhof hin. Aber solange wie es halt nur Angel Town und Lilias Tal erstmal angeschlossenerweise gibt, macht da ein Bahnhof noch nicht Sinn. Deswegen lasse ich den Bahnhof erstmal bis zum Beispiel noch Chinatown fertig ist.
Und dann lohnt es sich schon, da kann man dann wirklich mal anfangen mit der Bahnanlage. Dann können wir auch nach da hinten mein Let's Playhouse dann auch mit anbinden, zum Beispiel. Aber eben, das ist erstmal noch Zukunftsmusik. Erstmal ist halt hier Spawn mit unserem Teich. Ich glaube, ich laufe jetzt hier gerade falsch. Ja, ich laufe falsch. Da oben hätte ich hoch gemusst. Fuck. Mal gucken, was Exo gerade baut. Wo ist denn Exo hin? Was macht der so weit oben? Wo ist denn der? Steht der gerade auf dem Hammer drauf oder was? Ach Leute, Alter, ist sie. Das sieht so, ich weiß nicht. Naja. Naja. Ist glaube ich das Haus von iLegend. Siehst du hier zum Beispiel? Hier finde ich diese Fenster wiederum kacke mit diesen extrem kräftigen Farben. Das passt halt einfach nicht. Also, sorry. Das Haus hier, sieht für mich jetzt zumindest nicht so nicey-dicey aus. Hier mit den schwarzen Scheiben zum Beispiel, das passt wieder wunderbar, ja? Sowas ist echt geil. Und hier mit diesen Tonfarben, da passt es auch schon wesentlich besser, weil es sind halt beides an sich Farben. Aber hier ist das Haus selber halt grau und dann hat halt die Fenster an sich, ist das Einzige, was Farbe hat. Und das ist halt dann schon wieder so ein Kontrast, der ist halt einfach, naja, der geht halt in die falsche Richtung. Kontrast an sich ist ja gut, aber dort geht er wie gesagt leider in eine Richtung, die dann eher zum Nachteil wird als zum Vorteil. Von daher vergebe man mir, wenn ich sage, das Haus sieht nicht optimal aus. Oh, er baut das Ding da. Er baut den krassen Weg. Das ist natürlich auch geil. Oh, aha, er baut jetzt einen Weg zum L zu wahrscheinlich zu Chinatown. Ups. Ach nee, das ist der Weg da hinten zu dem allein zu dem einzelnen Haus. Nice. Na gut, lassen wir ihn mal ein bisschen arbeiten. Was ich meine ist, dass ich praktisch hier nicht praktisch auf dem Sand draufbauen würde, sondern das praktisch in den Sand einarbeiten halt. Also runtergesetzt ein bisschen. Wow, das machen nur Noobs. Nice. Das hier sieht schon echt hammergeil aus. Oh Mann, das sieht cool aus. Ja, das wird geil. Ich bin schon echt. Ja, da oben ist Protect tatsächlich. So, ich schätze mal immer das hier. Hier ist nämlich Sehenswürdigkeit. Das Haus hier ist nämlich relativ verlassen und das sah aber so schön aus, dass ich es halt selber entlassen wollte. Oh! Hoffentlich weiß Exo, dass hier ein Weg lang geht. Nicht, dass er jetzt hier einen kompletten Weg lang baut und dann ist der Weg hier komplett umsonst.
Das wäre natürlich erst optimal. So, wo meint er jetzt? Ist hier vorne auch noch irgendwo protected oder meint er das da oben mit dem Haus? Mal gucken, was wir gebaut. Ah, doch, ist wahrscheinlich hier. Ja, genau. Das meint er hier. Gut, dann tausche ich ihn mal hier ein. Select Area 6. Add Owner. Was schreibe ich denn hier? Exo-Sehenswürdigkeit. Punkt. So, jetzt ist Exo hier auch mal drin. Jetzt sollte er keine Probleme mehr haben. Ganz ehrlich, ich würde die Diamanten da bei dem Haus lieber erstmal wegnehmen und hier in die Spitzhacke lieber einarbeiten. So eine Dia-Spitzhacke passt definitiv mehr als Dias vom Haus. Ich meine, wer hat bitte schon Dias vom Haus? Das hat nicht mal Donald Trump. Und der Typ ist schon wahnsinnig. Wie wahnsinnig muss denn erstmal der hier sein, der das gebaut hat? Ich weiß gerade nicht, wem das Haus gehört. Das gehört, glaube ich, Allegiant. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass es Debian 44 gehört, weil das Haus, was hier ursprünglich stand, das gehörte meines Erachtens nach Debian 44. Aber in letzter Zeit war hier Allegiant immer aktiv. Ah, keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier das Haus, das wird auf jeden Fall nochmal überarbeitet. Und das Haus hier, das kommt komplett weg. Das ist nicht von unserem Team, das ist von einem anderen Spieler. Und ganz ehrlich, das Haus sieht scheiße aus. Also, sorry, wenn ich das so direkt sage, aber das Haus, ja, das Haus hier ist bereits weg. Hier war auch so ein, hatte ich glaube auch schon mal gezeigt gehabt in dem letzten Let's Play. Ja, aber das Haus, wie gesagt, das kommt auch definitiv weg. Das sieht, scheiße aus. So, dann gehen wir mal endlich mal zu unserem Haus und bauen einen automatisierten Ofen. Und damit man sieht, was ich meine, gehe ich mal ganz kurz hier ins Lager rein. Da stehen nämlich schon so eine Dinger drinne, und zwar im Keller. Da kann ich euch mal ganz kurz zeigen, wie die Kacke funktioniert. Der krasse Lager. Lager. So, und zwar das hier. Nein, das hier. Das hier. Genau. Hier ist ein Ofen. Und der Ofen, der ist halt an solche Kisten angeschlossen mit solchen Droppern. Und die machen praktisch Folgendes. Das, was aus den Kisten ist, wenn die auf diesen Droppern draufstehen, saugen die Dropper praktisch automatisch den Inhalt von den Kisten in sich ein. Wird dann hier zwischengespeichert. Und die leiten es dann weiter. Und diese Öfen, die haben praktisch zwei Eingänge. Das ist einmal hier oben drauf und einmal hier an der Seite, beziehungsweise halt auch auf der Seite. Also genau genommen haben die drei Eingänge. Nur der Eingang hier und der Eingang auf der Seite ist genau gleichbedeutend. Und zwar, wenn hier oben Sachen reingehen, dann kommen die hier oben rein. Und Sachen, die von der Seite reingehen, die kommen dann hier unten rein. Und jetzt ahnt man schon, genau, man kann also in die Kisten alles das reinpacken, was gebrannt werden soll oder gekocht werden oder gebacken werden oder whatever. Und in die Kiste kann man praktisch den Brennstoff reinlegen, heißt also Holz, Kohle, alles was halt brennbar ist. Das wird dann immer automatisch hier nachgefüllt. Ah, sieht man hier auch schon. Hier ist schon. Ich hatte doch letztens erst die Kisten nachgefüllt. Wo ist das alles hin? Goddammit. Also auf jeden Fall, wenn man hier Sachen reinmacht, dann gehen die erst hier rein, von da gehen sie dann da rein, von da gehen sie dann da rein und von da gehen sie dann da rein. Solange bis hier voll ist, dann staut sich das immer weiter auf. Solange bis das hier halt verbraucht ist. Ja, und das, was dann hier gebacken ist, was dann also hier reinkommt, das wird dann von dem unteren automatisch abgesaugt. Das heißt also, der Ofen hat halt auch einen Ausgang. Und das geht dann halt in diesen Dropper und der schiebt das dann in den Dropper und der wiederum schiebt das dann in diese Ausgabeproduktkiste rein. Warum liegt hier Kohle drin? Wer hat hier Kohle reingemacht? Kohle kommt aber bei Brennstoff rein. Seht ihr? Jetzt kann man hier zum Beispiel, ich nehme mal das hier ganz kurz raus. So, jetzt packen wir die Kohle mal hier oben rein. Bam, jetzt sieht man hier, das verschwindet. Das geht hier immer weiter, dann geht das halt hier weiter, dann da weiter und dann jetzt geht es hier praktisch immer weiter rein. Und wenn wir jetzt da oben irgendwas reinpacken würden, ich nehme da mal irgendwas, was jetzt nicht gebacken wird, zum Beispiel das Brot. Das geht dann halt hier rein und geht dann automatisch hier rein.
Und wenn das jetzt gebacken werden könnte, dann würde halt der Ofen automatisch anspringen, würde das dann halt ganz normal backen, das würde dann ganz normal hier hinkommen und alles, was da hinkommt. Also ich kann da selber ja nichts hinbacken, leider. Schade eigentlich. Wisst ihr was? Hier kommt. Für die Wissenschaft. Verschwendung. So, das wird das hier alles eingelegt. Aha, hier sieht man, der Ofen geht an, weil liegt was drinne. Jetzt wird das gebacken. Und sobald das dann fertig ist, kommt hier es ganz kurz rein und verschwindet dann gleich wieder. Okay, es blitzt nicht mal auf. Und das kommt dann hier unten in die Kiste rein. Jetzt haben wir eins. Und gleich müsste das zweite kommen und dann das dritte. Da. Okay, hier kommt auch. Wahrscheinlich funktionieren diese beiden Dropper, die direkt übereinander sind, nicht richtig. Das kann natürlich auch sein, dass da an dem Moment ein Leck entsteht. Das ist ja natürlich ein bisschen Bullshit. Das wäre schon harter Bullshit. Jo, hier sind unsere drei Stacks drin. Und so, wie gesagt, funktioniert halt dieser gesamte Ofen, dieses automatisierte Dixabums da. Gut, hier ist es wahrscheinlich. Hier müsste man direkt die Kiste da unten hinstellen. Weil jetzt mit dem Dropper, der sorgt wahrscheinlich auch die Sachen ein, die hier oben lang gehen und direkt in den Kisten in den Ofen reingehen würden. Das scheint wohl nicht ganz so zu funktionieren. Ja, hier ist auch alles raus, wahrscheinlich auch dann hier unten drin. Ja, okay. Dann gibt es also an der Stelle ein Problem. Muss man ein bisschen luftiger bauen, dass da eine Lücke zwischen ist. Ja, ist überall drin. Wow. Ja, und so wie gesagt, haben wir hier halt vier Öfen. Und so einen automatisierten Ofen will ich mir halt auch bei meinem Haus hinklatschen unten. Einen kleinen Raum basteln, einen kleinen Keller. Und dann kommt das Ding da unten rein. Und wir haben jetzt gebratenes Fleisch. Auch nett. So, unsere Wohnung ist da hinten irgendwo, da wo gerade Rox ist. Rox klingt voll wie ein Junge, ne? Obwohl das ein Mädchen ist. Wollen wir sie mal stalken? Oh! Ja, ich wollte sie gerade stalken und da schlägt dann natürlich das Kamera gleich direkt zu, doch leider nicht bei mir, sondern bei der falschen Person. Sie ist da wohl gerade. Ist sie jetzt hier reingeschützt oder was? Nee, hier war sie. Die war hinten irgendwo. Wo ist sie denn gerade reingestürzt? Ist hier irgendwo ein Loch, wo sie reingibt? Warum ist überhaupt so viel offen? Die war hier irgendwo in die Richtung, aber hier ist doch gar nichts, wo man reinstürzen kann. Oder weil sie wesentlich weiter weg. Würde mich jetzt mal echt interessieren. In der Richtung, hier gibt es doch gar nichts. Autsch. Ach, hier ist ja das Haus von JJK1. Mit Riesenhühnchen. Sollte sie hier nicht noch andere Sachen hinbauen? Ich war bei der Wüste? Ist ja noch ganz Stücke Weg hin. Halleluja. Ja, das sieht aber ein bisschen sehr blöckig aus. Also das Ding sieht tatsächlich niedlich aus, aber das sieht ja. Sieht wie so ein Blockkasten aus. Meine Let's Play-Ära, da gibt der. Bei meiner Let's Play-Ära gibt es doch gar keine Wüste. Hier ist doch bloß Steppe. Wie auch immer man Steppe schreibt. Ich hab keine Ahnung. Please let me alone. Ja. Hier ist doch gar keine Wüste. Na gut, okay. Die Frage ist, wo brauchen wir den Eingang zum Tunnel?
Wo bauen wir denn einen? Bauen wir den einfach hier in die Mitte irgendwo oder hier so an die Seite? Gibt es viele Möglichkeiten. Ich würde ihn eher tatsächlich eher an die Seite bauen. Am besten hier so, weil hier gerade sowieso so frei ist. Das Fenster hier ist ja relativ weg. Dann bauen wir das mal direkt hier rein. Dann geht es hier schon runter in so einen kleinen Kellerraum. Und in dem Kellerraum steht dann der automatische Ofen. Mit allesamt seinen Kisten. Und diesmal dann aber eine Bauweise, die dann ein bisschen perfekter ist. Da muss ich dann mal in dem großen Lager mal ein bisschen umbauen. Weil, dass die Sachen da so durchlägen, das ist natürlich auch ein bisschen Bullshit. Also durchglitschen oder so, wenn man es nennt. Ah ja, wenn nur Lore, hätten wir zu Lilias Haus da fahren können, direkt auf der Gleise. Wir brauchen Steinspitzhacke, genau. Wir brauchen echt Eisen. Haben wir hier noch solche Dinger? Haben wir nicht, ne? Achso, hier ist ja Holz. Das da. So. Tada, fertig. Okay. Du kommst weg. Du kommst auch weg. Ah, könnte von der Höhe knapp werden. Ich baue dich mal auch noch weg. Da kommst du dann ran. So, genau. Na, eine Höhe von 3 passt sogar tatsächlich. Denn ist ein bisschen. Nee, ich gehe mal noch eine runter. Oh, Scheiße, jetzt komme ich nicht mehr raus. Gut, also provisorisch. Lego mio. Wir brauchen Stein. Ach, was mache ich denn hier? Da hinten. So, das wird alles hier schon mit Cobblestone gebaut. Das sieht schön lagertechnisch aus. Also kellertechnisch. Gebrannter Stein ist mir einfach zu glatt. Sieht einfach zu. Ja, irgendwie so. Halt so viel Chrom dabei. Ich brauche noch gerade mal 4. Das wollte ich hier gleich 40 Stück bauen. Das wäre eine Katastrophe gewesen. So, Steinspitzhacke haben wir. Dann gehen wir hier nochmal rein. Können wir die ganzen Dinger wieder abbauen hier? Hätte ich mir auch gleich schenken können. Habe ich Fackeln dabei? Ich hoffe doch. Nein, natürlich nicht. Danke. So, zuallererst brauchen wir gleich mal eine Schippe. Da haben wir eine. So, wo kommt zuallererst der ganze Kram mit mich weg? So, als allererstes kommt hier eine Fackel hin. Ist mir gerade ein bisschen zu düster. Nein, nicht da, du. Goddammit. So, und jetzt hier alle schon auskleiden. Nein. Ha, das sieht doch schon mal wie ein Keller aus. Sehr schön. So, dann machen wir hier auch noch Gestein. Und hier geht es dann einmal so rum. Achso, wir wollten ja noch eins runter, ne? Ja, das war voll geplant mit dem Dunkelsein, ne? Das ist, ich hoffe. Ja, wir müssen ja sogar tatsächlich noch einen runter, um den Boden einzukleiden, beziehungsweise der Boden. Den Boden könnte ich auch tatsächlich so lassen. Das würde vielleicht sogar passen. Das sieht nicht ganz so Dungeon-mäßig aus, sondern eher so Keller-mäßig. Dann müssten wir jetzt aber ein paar Steine brennen. Baue ich mal kurz einen Ofen. Brauchen wir ja nachher sowieso einen, wenn wir den automatischen Ofen machen wollen. Oh, wir haben einen Ofen gebaut. Die sind voll modern und so. Beziehungsweise den kann ich eigentlich hier gleich lassen. Dann mache ich ja nachher dann unten, für unten dann noch einen Ofen. Wir brauchen Steine.
Die kommt da rein, ein bisschen. Komm, wir nehmen gleich ein ganzes Deck hier. So, du kommst unten rein. Genau. Dann let's burning. Let's have a burning desire. So, der da kommt weg. Hier, alle also, die ganze Drecks-Arsch-Scheiße. So, als im Platz soll der Raum dann auch gar nicht werden. Oh, meine Chip ist auch gleich kaputt. Oh, das war's dann auch schon. Was ist denn das hier? Hä? Was ist denn hier los? Ach, ich weiß, was das ist. Hier habe ich den Raum früher mal zurückgesetzt und hier waren wahrscheinlich so eine Item Frames. Und die Dinger waren in den Item Frames drin. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Das war nicht so wie gedacht. Nicht so wie gedenkt. Scheiße. So, von der Größe sollte das dann sogar schon reichen. Also wie gesagt, allzu groß soll der Raum gar nicht werden. Aber die Dinger hier ist natürlich jetzt ein bisschen Bullshit. Wisst ihr was? Machen wir einfach auf die klassische Tour. Gehen wir mal hier so hin. Na, eins haben wir. Zwei haben wir. Und jetzt die Lead. Nee. Clear. Objects. Bam. Und damit sind die ganzen Sachen da raus. So, jetzt müssen wir ihn noch irgendwo setzen, wo sie nicht stören. Nein, das wäre die falsche Taste. Eins. Zwei. So, schon haben wir unsere Ruhe. Ein bisschen Server gefixt. Sollte doch eine neue Schippe bauen, das dauert ja einfach ewig. Danke. So, von der Größe her sollte das dann sogar schon reichen. So. Danke. Ach ja, wir müssen ja noch einen runter. Ach Gott. Ja, wie gesagt, ich stand für ein anderes Haus. Kennt man ja noch, das hatte ich ja damals gelöscht gehabt. Das war hier in dem Let's Play, in einer der ersten Folgen in der neuen Map. Dürfte dementsprechend Folge 20 oder sowas gewesen sein. Wenn ich jetzt nicht ganz auf Koks bin. Ach halt! Was ist denn da? Hä? Doch, ist richtig. Alles richtig, ich dachte gerade schon, ich mache schon wieder Sachen kaputt, die ich gar nicht kaputt machen wollte. Licht! So, ach Gott, gute alte Bauzeit, einfach drauf loskloppen und jetzt wieder alles hier schön mit Cobblestone.
Alter, was denn hier? Wenn das nicht peinlich wäre, wäre das einfach nur peinlich. So, sieht doch schon mal ganz anders aus hier drin. Scheiße, was macht denn hier schon wieder? Goddammit! Mache ich alles kaputt? Okay. Server hat schon wieder ein paar interne Komplikationen scheinbar. Der kommt nicht ganz so hinterher, wie ich das gerne hätte. Ja, komm, du kommst weg. Ah, sieht doch hier schon gleich viel besser aus. Geil, gut, hier muss die Reihe muss ja noch weg. Das sieht hier ein bisschen kacke aus. So, und hier unten kommt jetzt der wohlgebrannte, hoffentlich schon fertige, nein, noch nicht, Stein rein. Bam, perfekt. So, und hier kommt jetzt dieser automatisierte Ofen rein. Das heißt, wir brauchen Folgendes. Wir brauchen, ja, mal gut überlegen. Also erstmal brauchen wir Kisten. Und zwar brauchen wir 6 Kisten, weil wir wollen 3 Doppelkisten bauen. Dann brauchen wir Dropper. Ich weiß gar nicht mehr, wie Dropper überhaupt gehen. Für Dropper brauchen wir Eisen, ne? Ach, scheiße. Wir brauchen definitiv Eisen dafür. Okay, na gut, dann machen wir das auf jeden Fall in der nächsten Folge. Was ich schon machen kann, ist, damit ich das nicht vergesse, ich stelle mal so ein schönes Schild auf. So, der hört hier auch mal aufrecht, denn auch mit Stein und so. Ne? So. Genau. Kiste. Automatischer Ofen. Yay. So, jetzt haben wir hier ganz viele Sonderzeichen drin und jetzt achtet mal darauf. Badam. Es sind alle Sonderzeichen angezeigt. Und ich weiß, ihr seht es gerade nicht, aber in meinem Server taucht kein Fehler auf. Kein nichts, kein gar nichts. Und das, obwohl ich noch gar nicht abgedatet habe. Hä? Jetzt nicht. Manche Mal, ich habe noch gar nicht abgedatet. Jetzt bin ich gerade ein bisschen confused. Ah, okay. Wow. Ich habe noch nicht abgedatet, aber die Sonderzeichen, die ich hier verwendet habe, die werden rein zufällig alle unterstützt. Okay. Wie gesagt, bei dem nächsten Let's Play spielen wir dann wahrscheinlich mit der aktualisierten Version. Oder das heißt denn. Ja. Dann können wir tatsächlich endlich mal alle Zeichen, die im Deutschen und ja, Japanisch würde ich gerade sagen, im deutschen und amerikanischen Buchstabenschatz auftauchen oder Zeichenschatz auftauchen, benutzen. Gut. In dem Sinne würde ich mal sagen, das war's mit der Folge. Damit auch für die Aufnahmestation für die Woche. Wir sehen uns jetzt zur nächsten Woche wieder mit Doom. Bei Freedom sind wir mittlerweile auch relativ weit durch. Da hatten wir jetzt auch einen großen Fortschritt. Freedom Level 24. Oh, siehst du, da hoch gerade mal noch. 8 Levels? Doch, 8 Levels. Ja. 2 Wochen noch, da sind wir also mit Freedom auch durch. Dann können wir das nächste Let's Play anfangen. Was da wäre, keine Ahnung. Kann man sowieso mal ganz kurz reingucken hier, mal ein bisschen aktualisieren. Bei Freedom sind wir jetzt bei 25 das nächste Mal und beim Minecraft haben wir jetzt die nächsten aufgenommen, also das wird das nächste Mal dann bei 29. Nein, stimmt doch gar nicht. Wir haben jetzt 29, genau. Dachte schon, ich habe Rechnen verlernt. So, ansonsten können wir auch mal wieder ein bisschen wie alles im Tactical Mode machen, ne? Ne? Haben wir letzte Zeit auch mit 2 Aufnahmen gemacht, kommt auch ein bisschen hinterher. Und dann freue ich mich schon, wenn endlich mal Anfang April denn hoffentlich endlich Sigil rauskommt. Darauf freue ich mich schon richtig hart. Na? Vielleicht ist bis dann auch die neue Brutalbloom-Version draußen, also endlich mal die finale Version. Dann können wir endlich mal richtig mit Doom Sigil rocken. Das wäre natürlich ein Träumchen. Gut, die Aufnahme ist gerade ein bisschen lang geworden. Wir haben gerade eine fucking Stunde aufgenommen. Holy moly, Digga. Bin ich verrückt? Habe ich gerade echt eine Stunde aufgenommen? Nee, halbe Stunde.
Oh, da habe ich gerade mal halt angefangen, kann das sein? Ja, wahrscheinlich. Na gut. Okay, ja, dann ist ja doch alles im Rahmen. Gut. Ja, denn in dem Sinne, schau mit V.